Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Tarotkartenlegung für den Oktober 2023. Wir wollen uns in dieser Legung angucken, wie dein Monat werden wird und schauen uns dazu verschiedene Lebensbereiche an. Und ja, ich bin schon sehr gespannt, liebe Jungfrau, was die Karten zu deinem Monat sagen werden. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich lege zunächst eine erste allgemeine Karte, die so ein bisschen die Grundstimmung oder so das übergeordnete Thema dieses Monats für dich darstellt. Und da haben wir den Eremiten. Der Eremit ist eine schöne Energie, weil diese Energie verweist auf dich, ne, wird deinem Sternzeichen zugewiesen. Eine Energie, die es dir ermöglicht, dich voll und ganz auf dich fokussieren zu können, die dich auch genügsam, bescheiden, beständig macht. Du bist hier auch irgendwie gefestigt, gesetzt. Möchtest in irgendeinen Aspekt deines Lebens auch einen objektiven Standpunkt einnehmen und selbstverantwortliche, freie, rationale und vernünftige Entscheidungen treffen, jetzt und in Zukunft, damit du dir selbst jetzt und in Zukunft treu sein und bleiben kannst. Eine sehr bescheidene, sehr ruhige, sehr zurückgezogene Energie. Du wirst womöglich mehr als sonst das Bedürfnis haben, für dich zu sein, bei dir selber einzukehren und Selbstreflexion zu tätigen. Ne? Wir schauen mal, auf welche Lebensbereiche sich das so bei dir bezieht. Okay, beginnen wir mal. Ja, das ist schön. Das ist auch eine sehr schöne Energie. Schütze-Energie kommt hier rein. Optimismus und Zuversicht. Dinge, liebe Jungfrau, die für dich scheinbar im Gegensatz miteinander stehen, die scheinbar nicht zusammengehören oder sich gegenseitig widersprechen. Du bist in der Lage, in diesem Monat diese Dinge miteinander zu verbinden, zu verknüpfen und in ein angemessenes Verhältnis zu setzen. So gelingt es dir, dass du dein Leben, die Umstände, in denen du dich befindest, so gestalten kannst, dass du allen Aufgaben gerecht wirst, auch allen Menschen genug, die dir wichtig sind, entsprechend Aufmerksamkeit schenkst und dich trotzdem dabei nicht verzettelst. Ne? Du bist in der Lage, hier die richtigen Prioritäten zu setzen und eine Verbindung, eine Brücke zu schlagen, ne? Auch Verbindung zu Menschen aufzubauen, tiefere. Ja, und Menschen miteinander einfach zu verbinden, also auch zusammenzubringen, ne? Gutes Teamwork zeigt sich hier in der Familie, im Freundeskreis und auch auf der Arbeit. Eine tiefe Verbindung zu deinem Partner, zu deiner Partnerin. Und eine sehr angenehme und positive Work-Life-Balance, wodurch du auch vieles schaffen kannst, ne, auf angenehme, nicht stressige Art und Weise. Deine Finanzen sind so ein bisschen herausgefordert. Hier gibt es starke Veränderungen. Vielleicht gibst du Geld für etwas Wichtiges aus. Vielleicht entscheidest du dich, dein Geld für etwas zu investieren. Vielleicht gibt es hier irgendwie auch eine Nachricht, die deine finanzielle Lage auf entscheidende Art und Weise verändert. Vielleicht, ja, bei manchen könnte es auch sogar eine schlechte Nachricht sein, ne? Dass hier eine Rechnung reinkommt, die dich echt überrascht, die nochmal irgendwie irgendwas erschüttert. Das könnte durchaus sein. Es bedarf dann einer Umstrukturierung. In der Regel ist es aber so, dass wenn dieses Ereignis passiert ist, es auch irgendwie eine Erleichterung darstellt, dass das passiert ist. Also nicht das Ereignis selbst, sondern vielleicht eher, dass man das jetzt weiß, dass man weiß, womit man zu rechnen hat.
Es kann eben aber auch eine positive Nachricht sein, ne? Es ist etwas, was irgendwie eine Umstrukturierung bei dir auslöst, ne? Oder du entscheidest dich zu einer großen Veränderung in Bezug auf deine Finanzen. Was deinen Alltag betrifft, da bist du ganz ruhig, ganz strukturiert, total durchdacht, total gut organisiert und du hast auch Pläne, wie du gewisse Ziele in deinem Leben erreichst. Und diese Pläne, diese Strategie, die du dir überlegt hast, die funktioniert. Die schenkt dir auch viel gedankliche Klarheit, Ausgeglichenheit. Deine Gedanken ergeben einfach Sinn, ne? Vielleicht beschäftigst du dich tatsächlich im Alltag mit vielen gedanklichen Fragen, mit vielen theoretischen Fragen. Das könnte durchaus auch sein. Das wäre in diesem Monat sehr begünstigt. Dein Zuhause ist geprägt von den zwei Stäben. Jetzt hängt das ein bisschen davon ab, ob du alleine wohnst oder mit jemandem zusammen. Wenn du mit jemandem zusammen wohnst oder einer Gruppe, könnte es sein, dass hier in Bezug auf euer Zuhause zwei verschiedene Standpunkte bestehen. Man hat irgendwie unterschiedliche Meinungen in einem Bereich. Aber es ist sehr produktiv, dass ihr diese verschiedenen Standpunkte habt. Da entsteht eine Dynamik, die halt euch beide nach vorne bringt oder euch, dich und die anderen Personen. Und man kann hier doch, wenn man diese Ideen zusammenbringt, diese Standpunkte zusammenbringt, zu tollen Lösungen kommen. Ne? Das ist sie auch mit der Kunst nochmal betont. Ne? Also tolle Lösungen, die individuell sind, maßgeschneidert sind und wirklich nur für diesen Fall gelten und sehr kreativ und innovativ sind. Ne? Wenn du alleine wohnst, ist das so ein bisschen tückischer, diese Energie, weil dann neigt man womöglich dazu, unentschlossen zu sein und diese zwei Standpunkte in sich selber durchzudiskutieren. Und das ist manchmal nicht so zielführend. Vielleicht bist du dir unschlüssig, was du verändern möchtest oder ob du etwas verändern möchtest an deiner Wohnsituation. Ich kann dir da sehr, sehr gut empfehlen, irgendwie etwas zu tun, um diese Energie nach außen zu tragen. Also etwa in die Handlung zu kommen, etwas zu tun und dann zu gucken, wie sich das dann weiterentwickelt. Vielleicht auch sportliche Betätigung, vielleicht ja, einfach ins Machen kommen, sich nicht zu viele Gedanken zu machen, sonst könnte es gut sein, liebe Jungfrau, dass du in so einen grüblenden Zustand kommst, von denen du dann weniger hast. Ja, die Dynamik, die Lebendigkeit, das macht dir auch gerade sehr viel Spaß. Es wird dir sehr viel Spaß machen, ins Tun und Machen zu kommen. Hier wirst du dann auch Lebendigkeit finden, neuen Optimismus, neue Hoffnung. Vielleicht geht es hier wirklich darum, irgendwas in deiner Wohnung umzustrukturieren, ein neues Ordnungssystem zu etablieren, etwas Handwerkliches zu tun oder vielleicht etwas Kreatives, ne? Oder einfach auch also Sport definitiv auch, oder so eine Gruppenaktivität, ne? Du wirst sehr viel Spaß und Vergnügen empfinden, wenn du in Bewegung kommst. Ja, und so könnte es auch sein, dass du in diesem Monat dich dadurch dann in diesen Momenten auch recht verjüngt fühlst und nach einem zweiten Frühling fühlst, ne? Wir haben ja eigentlich Herbst, deswegen, aber Frühlingsgefühle zeigen sich hier. In Bezug auf deine Arbeit sehe ich hier neue Erkenntnisse auf dich zukommen. Ja, ich habe hier schon vermutet, dass du etwas tust beruflich, was mit theoretischen Überlegungen zu tun hat. Wenn du das tust, sehe ich hier wirklich, dass du auf einen neuen Gedanken kommst, der für diese theoretischen Überlegungen für dich sehr förderlich sein wird. Aber auch unabhängig davon könnte es sein, dass du neue Einsichten in Bezug auf deine Arbeit
deine Arbeitsmethodik und deine Möglichkeiten bekommst. Vielleicht auf Basis eines interessanten Gespräches, dass du hier irgendwie neue Ideen, neue Einblicke, Erkenntnisse und womöglich sogar eine ganz neue Perspektive in Bezug auf deine Arbeit bekommst, die sehr wichtig für dich sein wird. Ja, in Bezug auf dein Privatleben bist du zurzeit sehr beherzt, drückst auch über Aktionen deine Liebe den anderen gegenüber aus, bist auch hier bereit, einiges für deine Beziehung, deine Liebe zu tun, dir auch mehr Freiraum, mehr Raum für dein Privatleben zu erkämpfen, zu erstreiten regelrecht, ne? Hier bist du sehr beherzt und zeigst deine Liebe auf direkte Art und Weise. Vielleicht möchtest du auch einen mutigen Schritt auf jemanden tun, der dir sehr, sehr wichtig ist. Vielleicht möchtest du etwas Wichtiges ansprechen oder deine Gefühle jemand anderen offenbaren. Du bist hier auf jeden Fall sehr beherzt, furchtlos und mutig. Das ist sehr positiv. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass manche von euch überlegen, mit ihrem Partner oder ihrer Partnerin zusammenzuziehen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Auch sehe ich dich hier sehr viel Aktivitäten vorschlagen, ne? Dass du aktiv euer Privatleben, die Aktivitäten, die ihr im Privatleben tut, gestaltest und gestalten möchtest, ne? Und dass du auch hier Vorschläge machst. Und diesbezüglich auch sehr beherzt und mutig bist, ne? Und ohne den anderen zu überrumpeln, sehr direkt aussprichst, was deine Bedürfnisse sind. Das Tabu ist die Prinzessin der Schwerter. Die Prinzessin der Schwerter ist eine Hofkarte im Element Luft. Wassermann Waage Zwilling zeigt sich hier. Vielleicht kennst du so eine Person, vielleicht aus der Vergangenheit, und es ist dir gerade wichtig, nicht an diese Person dann zu denken. Du möchtest diese Person hinter dir lassen. Aber irgendwie seid ihr immer noch miteinander verbunden. So im Herzen. Diese Energie könnte auch für dich sprechen. Dann ist das für dich im Moment kein Thema. Selber mehr wie die Prinzessin der Schwerter zu sein. Die Prinzessin der Schwerter ist so ein bisschen unruhig und steht. Ein unkonventioneller, rebellischer Charakter. Ein Mensch mit sehr vielen guten Ideen, sehr humorvoll und auch ein Mensch, der die Gesellschaft, die Strukturen in Frage stellt. Aber für dich ist das im Moment kein Thema. Für dich funktioniert. Funktionieren die Strukturen. Du hast dir einiges da hier aufgebaut und du möchtest in diesem Monat weniger unkonventionell sein. Ja, eben konventionell sein, ne? Doppelte Verneinung. Du hältst dich an die Spielregeln, ne? Und fühlst dich damit ganz, ganz zufrieden. Es funktioniert für dich einfach, ne? Du möchtest lieber wie dieser Ritter der Schwerter sein. Und der Ritter der Schwerter bringt auch Luftenergie mit rein, aber ist ein Stück reifer, ne, als die Prinzessin. Eine Stufe reifer, ein Mensch, der ein System hat, das hast du auch, ein Konzept hat für sich und die Zukunft. Und auch daran interessiert ist, dieses Konzept auch in die Tat umzusetzen. Ein Mensch, der auch etwas bewegen möchte, der hohe Ideale hat. Entweder glaubst du fest daran, dass es für dich gut ist und wichtig ist, selber zu so einem Menschen zu werden, oder du glaubst an die Weiterentwicklung dieses Menschen, ne, der in deiner Umgebung ist, dieses Luftelements in deiner Umgebung. Und setzt auch voll und ganz auf diese Weiterentwicklung dieses Menschen, ne? Vielleicht hast du wirklich eine Beziehung mit einem Luftzeichen, dann könnte es sehr gut sein,
dass dieser Mensch sich durch dich geerdeter fühlt und dieser Mensch geneigt ist, durch die Verbindung zu dir, sich auch selber mehr an diese Spielregeln des Alltages, der Gesellschaft, der Umstände zu halten. Damit haben nämlich Luftzeichen manchmal Schwierigkeiten. Aber es ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt. Es ist natürlich auch wichtig, besonders wenn man Umstände hat, die gut funktionieren, ne? Die funktional sind und die, von denen man auch selber profitiert, wenn man an sich an diese Regeln hält. Aber liebe Jungfrau, du selbst bist auch voller Luftenergie. Dein Privatleben läuft sehr gut und da gibt es schöne Momente. Es ist beherzt, es ist auch leidenschaftlich, ne? Es ist auch dynamisch und du wirst hier viel erleben. Aber ich glaube, dein Fokus setzt du im Moment auf den Beruf. Und diese theoretischen Überlegungen lassen mich nicht so ganz los. Du arbeitest hier an einen Plan, an ein Konzept oder ja, an einen theoretischen Konstrukt und glaubst auch sehr stark daran, ne, dass das gut und richtig ist, dass dich das auf den richtigen Weg bringt und dass du hier auch etwas Wichtiges herausfindest. Oder dass du interessante Gedanken in dieses Konzept integrieren kannst. Hängt so ein bisschen von deiner Tätigkeit ab, ne? Aber Wissenschaft und Design klingt irgendwie mir hier so rein. Aber Gestaltungskonzepte, ne? Gestaltungskonzepte braucht man eigentlich für alles, ne? Selbst wenn man einfach nur eine Ordnung irgendwie aufbauen möchte oder so. Aber das weißt du mehr als ich. Denn Jungfrauen sind immer eigentlich gute Designer oder Gestalter, ne, von Ordnungssystemen. Also deswegen sind auch tatsächlich viele Jungfrauen in der Modebranche tätig. Das finde ich immer, ergibt total Sinn, ne? Also, aber auch natürlich alles, also was Design braucht, alles, was Gestaltung braucht. Vielleicht arbeitest du wirklich mit einem Wassermann zusammen auf der Arbeit oder lebst mit einem Wassermann zusammen, nämlich bei Wassermann war Gestaltung und Design auch irgendwie so entscheidend in diesem Monat. Das führt auch dazu, ne, liebe Jungfrau, ich habe irgendwie das Gefühl, dass du gedanklich auf der Arbeit total ausgelastet bist, ne, auch intellektuell, dass du gedanklich in der Arbeit die ganze Zeit drin bist. Was eben den positiven Effekt hat, dass du dir in deinem Privatleben weniger Gedanken um alles machst und hier wirklich mehr dich auf die positiven Seiten einlassen kannst, ohne so viel über alles nachzudenken. Die Gedanken sind bei dir voll und ganz bei der Arbeit. Ja, du wirkst im Moment auf deine Umgebung sehr glücklich, sehr zufrieden. Wahrscheinlich auch, weil du eine sehr glückliche Beziehung führst oder deine familiären Strukturen sich als sehr glücklich zeigen, ne? Man hat das Gefühl, dass du das Leben in vollen Zügen genießt und auch die Liebe in vollen Zügen genießt. Du strahlst halt wirklich Wärme aus und Genuss. Auch Sinnlichkeit strahlst du zurzeit aus. Auch etwas Warmherziges, ne? Man hat irgendwie das Gefühl, in deinem Privatleben ist alles sehr, sehr stimmig und du bekommst dafür auch sehr viel Anerkennung von außen, ne? Vielleicht beneidet man das sogar, auf eine Weise, die ja nicht gehässig ist, ne? Mehr so ein Aufsehen. Vielleicht bewundert man dich dafür, ne? Oder schwärmt davon oder lässt sich davon inspirieren. Ne? Es ist ja auch manchmal so, ja, dass das auch inspirierend wirken kann. Also da strahlst du ganz viel Wärme und Positivität aus in diesem Monat. Ja, wo ich das mit Neidern meinte, ne? Vielleicht gibt es halt wirklich einige Menschen in deinem Freundeskreis, die dich dafür beneiden und ja, es gibt hier irgendwie
in deinen Freundeskreis einige Schatten, Begehren, Bedürfnisse, die so ein bisschen im Hintergrund wirken, aber grundsätzlich auch tiefe Verbindungen und sehr viel Leidenschaft. Du bist sehr aktiv in deinen Freundeskreis, ne? Und vielleicht gibt es hier die ein oder andere Situation, die dich auch in Versuchung führen könnte. Aber du wirst dieser Versuchung widerstehen. Aber dein Freundeskreis, naja, es kann halt schon sein, dass dich das manchmal ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten lassen könnte. Die ganzen Aktivitäten in deinen Freundeskreis. Also da gibt es sehr viel Dynamik, sehr viel Aktivität auch. Und es gibt auch Situationen, wo es sich lohnt, liebe Jungfrau, genauer hinzusehen. Der Teufel ist auch immer so ein Hinweis, dass es sich hier lohnt, Licht ins Dunkel zu bringen, ne? Also genau hinzusehen, was da los ist, genauer die Strukturen zu analysieren und vor allem zu erkennen, was so die Absichten von jedem Einzelnen sind und dann zu entscheiden, ob man auf dieses Begehren der anderen und auch auf dein Begehren eingehen kann, eingehen sollte und wie man das gut kanalisieren kann, so dass man zu mehr Lebensfreude kommt. Der Teufel kann auch eine sehr dynamische Karte sein, die dir sehr, sehr viel Lebensfreude schenken kann und auch sehr lebensbejahend gestaltet werden kann, ne? Es kann sein, dass hier etwas im Schatten ist. Es kann aber auch recht harmlos sein, ne? Je nachdem. Es lohnt sich auf jeden Fall genauer hinzusehen. Und es ist auch so ein Hinweis, dass hier starke Bande sind. Dass man, dass du womöglich auch zu einigen Personen in deinem Freundeskreis oder vielleicht auch nur zu einer bestimmten eine sehr starke Anziehungskraft empfindest, die schon etwas von Karma, etwas Schicksalshaftes hat, ne? Wie so ein Pakt, etwas, eine tiefe Leidenschaft. Du strebst nach Stabilität, nach Wohlstand auch. Ja, Wohlstand. Irgendwas mit deinen Finanzen ist ja los. Du strebst nach Wohlstand, nach mehr Geld, nach finanziellen Reichtum. Stetigkeit, ne? Stabilität, auch in deinem sozialen Bereich. Du möchtest irgendwas abgesichert sehen. Womöglich möchtest du deine Beziehung auch nachhaltig stabilisieren. Deine familiären Verbindungen auch. Etwas festmachen. Bezug auf deine Arbeit möchtest du hier auch mehr Stabilität, mehr Stetigkeit und etwas auch festmachen. Vielleicht arbeitest du gerade auch daran, einen unbefristeten Arbeitsvertrag zu bekommen. Das könnte auch so eine Absicht sein, ne? Von dir gerade, dass dir das gerade wichtig ist, unbefristet tätig zu sein und dass du gerade darauf hinarbeitest und dich darum bemühst. Du möchtest etwas abgeschlossen, abgesichert und stetig sehen. Das ist so gerade dein Anliegen und das kann sich auf mehrere Bereiche deines Lebens beziehen. Also außer deine Finanzen, die jetzt hier irgendwie etwas in Unordnung geraten, finde ich sehr vieles positiv, besonders hier diese Grundenergie, ne? Letztendlich wirst du hier mit dieser Grundenergie alles in ein Gleichgewicht bringen und miteinander verbinden und so natürlich deinen Wunsch der Absicherung so ein bisschen näher kommen, definitiv. Ja, ich wünsche dir, liebe Jungfrau, auf jeden Fall einen angenehmen Monat mit vielen positiven Erfahrungen und Erlebnissen. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.